Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! R2-D2, Prinzessin Leia. Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen, und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Oh je, der Koch hat uns verpfiffen. Da drüben, bleib sofort stehen! Jetzt müssen wir eine Kantine aufräumen, ich werd bekloppt. Beschütze General Kota. Oh. Okay, General Kota, du hast gehört, was wir zu tun haben, wir müssen hier weg. Leider nicht. Die haben uns verpfiffen, die kleinen Gnome. Oh, der glitscht hier herum. Alter, was war denn mit dem da gerade los? Habt ihr das gesehen? Ah! So, das funktioniert da wunderbar. Raus hier. Also, ich muss mich natürlich wieder umsehen, ob ich hier nichts übersehe. Sonst nehmt ihr mich ja wieder auseinander. Hier, guck mal, hätte ich beinahe übersehen. Schaden gestiegen. Bam. Bam. Oh, ich habe die R2-Einer zerstört. Es tut mir leid. Oh, ich habe General Kota mit einem Blitz versehen. So. Okay, weiter. Oh Mann. Der hat einen Schutzschild gegen die Macht, okay. Bringt er trotzdem nichts, mein Freund. Gute Nacht. So. Hier gibt's nichts, okay. Weiter geht's. Ah! Okay, du willst ein Lichtschwert-Duell? Kannst du haben! General Kota, wenn man hilft!
Okay, den hätten wir auch erledigt. Ich gehe noch in die andere Richtung, um zu gucken, ob da nichts Verborgenes liegt. Nee. Ja, auch nicht. Ich check das jetzt alles für euch immer ab, Leute. Und soll ich doch was übersehen, tut's mir natürlich leid. Na, kommt. Oh, die sind in Carbonit eingefroren, krass. Okay, tschüss. Nimm das! Problem. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. Als ob du ein Gegner wärst. Ja, hau lieber ab! Ach, das war doch keine Herausforderung. So, ich guck mal hier, ob es hier was gibt. Nee, auf der Platte nicht. Oh! Das hätte ich bei einem General Kota geschlagen. Ich hau auf alles, was hier betrennlich auf den Bäumen ist. Oh je, da hinten kommen wieder welche. Moment, ich muss eben den... den Scharfschützen hier ausschalten. Na kommt. So, das war ein leichtes Spiel. Okay, hier gibt es auch nichts. Warte mal, kann man da oben hoch? Nee. Sieht aber schon krass hier aus. Richtiges Star Wars Feeling bekommt man da. Muss ich schon sagen. Ah, hier wird wieder geschossen. Irgendwo gibt es doch hier noch eine... Da oben, oder? Tatsächlich, da müssen wir auch hoch. Okay. Starkiller, komm, räum mal da oben auf, bitte. Das hat's ja vollgebracht. Oh doch, ich habe tatsächlich jemanden umgebracht. So, weiter, weiter. Guten Flug! Ja, wo ist er, wo ist er? Hier war doch gerade einer. So, weiter. Sieht gut aus. Hm? Wo? Kann man tatsächlich auch den Jetpack dann mit Blitz vollpumpen, dann fliegt er tatsächlich auch durch die Gegend. Das sieht super lustig aus. Na komm, schieß. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Gehe lieber langsam in den Tod. Oh, Mann, ich hasse die Scharfschützen. Doch, ein Schiff ist nicht allzu weit weg. So. Okay, vielleicht gibt es ja hier was. Nee, ich gehe lieber mal ganz rum. Ich übersehe bestimmt was. Beschütze General Kota. Aua, was war das denn? Versuche es gar nicht, Drecksack. Boah. Aua. Warte mal, ist hier jemand, der mit der Macht vertraut? Ach, guck mal da hinten. Komm her, komm her. Erstmal den hier. Diese Druiden hier. Ah! Schockwellen können die auslösen. Eieiei! Aua! Nimm das! Es geht aber alles auf einmal hier ab. Boah! Sieht teilweise ein bisschen... Warte mal. Da oben. Schnell, schnell, schnell.
Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Boah, dieser Scharfschütze, da müssen wir echt aufpassen. Ah, verdammt. So. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Nein, falsche Richtung. Wow, 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 wow. So, der ist schon mal zerstört. Was ist jetzt los? Ey, warum fliegt... Ah, ich verstehe. So, das hätten wir auch. Mann, Mann, Mann. Okay, wo ist General Kota? Warte mal, hier sind doch bestimmt noch irgendwo Gegner. Da hinten kann man rein, glaube ich. Das checken wir natürlich aus. Ne, hier. Ist hier was zu finden? Ja, da. Unbegrenzte Energie. Oh nein. Ein Sith Lord. Siffi, Siffi. Der macht uns keine Angst. John hat eins auf die Rübe gekriegt. Schattenwache. Ah! Nein! Ja, lustig, wenn man den auf einfach aufheben könnte und irgendwo hinschmeißen könnte. Eieieiei. Der will's wissen, der will's wissen. Droide. Ne, den Droiden lassen wir mal in Ruhe, der tut mir leid. So. Ah, verdammt. Du willst also Machtspiel haben, hä? Komm her, Lichtschwertfight. Und jetzt... Ah, nochmal. Aufstieg. Ja. Loser. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Okay, wir haben unsere Mission bekommen. Wir müssen etwas holen für einen alten Jedi-Freund von General Kota. Ich bin mal gespannt, was der da haben will. Ich habe die Vermutung, wer es sein könnte, aber möchte jetzt natürlich noch nicht verraten, wer es sein wird. Ne, das sehen wir dann. Und ich bin mal gespannt. Meisterin Shakti ist eine Heldin der Klonkriege und eine der letzten überlebenden Mitglieder vom Rat der Jedi. Und Shakti wurde ja von uns bereits umgebracht. Eieiei, ich hoffe, ihr erinnert euch. Und es tut mir leid, dass ich diesmal wieder nicht auf die Kommentare eingehen kann. Das ist wieder eine längere Session hier von Star Wars The Force Unleashed. Aber bald schon wieder, ja? Ihr seht das ja immer, ich kommentiere das ja immer. So.
Oh, Kashyyyk, der Heimatplanet der Wookies. Begib dich zur Kommandantenflucht. Zuflucht. Alter. Das sieht super böse hier aus. Das Imperium ist ja überall hier. Oh. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Starkiller tut's. Erinnert ihr euch an die Hütte? Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Oh mein Gott. Flammenwerfer. Oh Mann, die sind sogar wieder machtresistent. Du versuchst dich tatsächlich dem Starkiller zu widersetzen. Boah, die sind voll stark. Alter, meine Energie. Krass. Warte mal. Ich kann hier nichts anhaben. Nein. Boah, krass. Alter, ich bin tot. Nee. Fing ja gut an, diese Folge heute hier. Boah, da wird mir richtig heiß, wenn ich das sehe. So, die suchen uns jetzt. Warte mal, wir machen das anders. So hat's funktioniert. So, das war ein guter Plan. Oh nein. Es wird immer schwieriger hier auf Kashyyyk, habe ich das Gefühl. Ah, super. Nein! Erstmal die am Boden zerstören, ist glaube ich die beste Möglichkeit. Alter! Erstmal ein bisschen Abstand wieder gewinnen. Komm, Starkiller, weg. Müssen doch erstmal eine großen Kompanie ausschalten. Wo ist der Stein? Da. Okay, den haben wir ausgeschaltet. Den haben geschützt ebenfalls. So. Jetzt bist du dran. Ja! Ah, fuck. Moment verpasst. Nochmal. So, jetzt aber. Zack, ausgewichen. Powerschlag. Oh, den haben wir zerstört. So einfach geht das, wenn man möchte. Ah, lebt noch der Kumpel hier. Jetzt nicht mehr. Die Tür müssen wir doch anders öffnen.
Ah, ist ein bisschen buggy. So, das reicht ja schon.